Hallo, in diesem Video möchte ich die Endoskop-Inspektionskamera von Potensiq vorstellen, und zwar den Inhalt, das Zubehör und so weiter. Hier haben wir eine Kamera mit der Kabellänge von 15 Metern. Am anderen Ende ist ein USB-Stecker, den kann man oben aufklappen. So haben wir den Mini-USB-Stecker, was bei Handys, Smartphones Anwendung findet. Ist sehr praktisch. Die Kamera, die ist in der Mitte, und außen herum diese gelben, das sind die LEDs, die man dann zum Ausleuchten braucht, zum Beispiel in Rohren, wenn es dunkel ist. Und das ist der Drehregler für die Helligkeit der LEDs, da kann man das steuern. Des Weiteren ist ein weiterer Adapter USB zu USB Mini, und zwar das sind diese USB Mini Stecker, nicht die an Handys, sondern an manchen Geräten wie Tablets und dergleichen. Ein Handbuch ist dann auch dabei, eine Bedienungsanleitung in 6 Sprachen. Da wird kurz erwähnt, das Zubehör, die Installation der Software, beziehungsweise die Kamera-Software. Hier haben wir das Zubehör, bestehend aus 4 Teilen, 3 Adapter, also Magnetspiegel und Haken und ein Ring. Das ist der Spiegel. Hier ist der Magnet und da ist der Haken. Kommen wir nochmal zum Magneten. Damit kann man Gegenstände, die magnetisch sind, aus zum Beispiel aus Rohren herausholen oder aus Schächten. Das ist der Ring zum Befestigen. Und zwar wird das ganz einfach an die Kameragehäuse befestigt. Da wird der Ring erst drauf geschoben. Der Ring hat einen Nut, wo man das Zubehör da reinsteckt und dann den Ring anschließend einfach vorschiebt, dann wird das dann so festgeklemmt. So, jetzt habe ich den Magneten mal dran gemacht und zack, kann man dann Sachen herausziehen. Ihr könnt auch mehr Infos zu dem Produkt in dem Link in der Videobeschreibung, also unten in der Videobeschreibung, könnt ihr den Link aufrufen bei Amazon.de und dann könnt ihr euch mehr Informationen einholen. Ansonsten hoffe ich, dass das Video informativ war. Vielen Dank fürs Zuschauen.